Und damit hallo und herzlich willkommen zum Shortcheck für BASF. Warum wieder die Chemiebranche? Abermals, ich hatte ja erst über Lanxess einen Shortcheck gebracht. Die hatten eine Gewinnwarnung, Evonik hatte eine Gewinnwarnung. Der Branchenprimus kommt heute auch dazu. Die Prognosen werden kassiert. Die Chemiebranche in Deutschland bleibt schlicht und ergreifend unter Druck. Hier gibt es momentan nicht viel zu holen. Und daher wollen wir den Shortcheck mal bringen. Wo steht denn die BASF? BASF-Aktie. Haben wir einen noch soliden Aufwärtstrend? Kommt dann noch mehr nach? Das wollen wir heute hier im größeren Shortbild mal anschauen. Die Chemiebranche, ich hatte schon gesagt, die steht nun schon seit eigentlich 2 Jahren unter Druck, seit Corona. Jetzt ist auch die Energiekrise dazugekommen, die sich verteuernde Energie für eine Branche, die sehr energieintensiv arbeitet. Und somit haben wir eben die typischen Gewinnwarnungen, die jetzt in den letzten Wochen alle hereingekommen sind und heute eben auch noch der Branchenprimus dabei. Im Übrigen ganz abseits zur allgemeinen Marktentwicklung. Die Wirtschaftsdaten deuten ja eher nach unten. Hier nochmal die Industrieproduktion in der Chemiebranche 20% tiefer als vor Corona. Keine Erholung in Sicht. Wir hatten einen kleinen Rebound gesehen, aber der sagte nun wieder mit der Energie, ja, mit der unsicheren Energiekrise wieder etwas zusammen. Und ja, der Ausblick bleibt trübe, daher die weiteren Gewinn. Warnungen, aber das ist der allgemeine Blick zu BASF. Wir wollen ja ein Chartbild schauen. Wir beginnen wie immer hier auf Tradingportal mit dem ganz großen Bild hier im Chart für also jede Kerze stellt ein Quartal, da ist der große Quartalschart. Seit 1990 geht das hier los. Hier haben wir die Finanzkrise, hier haben wir die Dotcom-Bubble, um es ein bisschen einzusortieren. Man kann nicht sagen, dass hier ein einseitiger, starker Trend vorliegt. Es ist schon, der Aufwärtstrend war etwas müßig nach oben. Nach unten läuft man jetzt auch wieder müßig zurück. Es ist ja auch eine defensive Branche. Da sieht man jetzt nicht solche Kursausschläge wie beim Wachstumsbereich, im Tech-Bereich. Aber wir versuchen diese Lage etwas einzusortieren. Was wir ja haben, was man hier gut erkennt, wir haben seit der Dotcom-Bubble, seit der Finanzkrise, eigentlich schon, die Bewegung ist eigentlich seit der Dotcom-Bubble hier aktiv. 90er Jahre hatten wir eine Aufstiegsbewegung, diese haben wir dann hier konsolidiert, mehrere Jahre über die Jahrtausendwende hinweg. Und dann haben wir eine neue Anstiegsbewegung begonnen, was wir hier ja sehr gut erkennen können. Ne? Anstiegsbewegung begonnen. Fortlaufend und dann haben wir eine Konsolidierung eingeleitet, die hier sehr gut zu erkennen ist. Und die Konsolidierung, ja, hier der Aufwärtstrend ist und hier der mögliche Abwärtstrend oder die Konsolidierung verläuft eigentlich vollkommen im Rahmen. Ich das jetzt gleich mal hier live die Trendlinie drüber ziehe, da kennt ihr sofort, was das hier sein kann, denn es sieht ja, ich kann es eigentlich fast Copy-Paste machen, mal gucken, vielleicht passt es sogar wie die Faust aufs Auge. Ja, nahezu, ne? So ein Trendkanal, den wir sehen, oder besser gesagt eine bullische Flagge, denn hier winkt der große Mast und hier winkt die Flagge. Passt also eher erstmal ins allgemeine Bild hinein, dass wir hier in einer Konsolidierung dieser starken Aufwärtsbewegung sind, die wir hier gut 15 Jahre hatten, konsolidieren wir jetzt seit, ja, mittlerweile auch schon ein paar Jahren. Ich habe es ja gesagt, seit Corona ging es dann stetig zurück mit der Chemiebranche. Seitdem leitet eben auch BASF und wir haben diese Flagge drin. Wir legen mal die Fibonacci-Retrace, wenn es drüber, wie weit die Bewegung gelaufen ist. Hier seit tief der Finanzkrise ist für mich, aber eigentlich müsste man hier ansetzen, weil hier begann eigentlich schon diese Bewegung. Wenn wir es hier ansetzen, da haben wir die Konsolidierung, die wir jetzt hier sehen, vom Allzeithoch runter jetzt zu den aktuellen Tiefpunkt, genau bis zum 50er Retracement abgearbeitet. Sieht gesund aus, ne? Also eine gesunde Bewegung, also übergeordnet von der nach der Anstiegsbewegung 90er Jahre rein zur Konsolidierung um die Jahrtausendwende haben wir diesen Aufwärtstrend ausgebildet. Diesen konsolidieren wir aktuell zum 50er Retracement, konsolidieren wir innerhalb einer Flagge, wo die Tiefpunkte und die Hoch-Zwischen-Hoch sich immer überschneiden. Das hat einen bullischen Charakter. Also hier für ganz große BASF-Fans ist hier noch nichts angebrannt, auch wenn die Chemiebranche hier leidet. Es ist alles noch vollkommen in Ordnung. Und das Konsolidierungsziel um 50er Retracement, sind wir ja nur zweimal angekommen. Einmal hier zum Corona-Tief 2020 genau getestet. Dann sind wir nochmal mit der Energiekrise runtergefallen, genau nochmal auf das 50er Retracement. Jetzt wieder die Erholung. Das ist jetzt das ganz große Bild. Aber wenn ich jetzt untergeordnet jetzt nur mal dieses Zeitfenster hier sehe, ja, dieses Abverkauf von der Energiekrise, die Gegenbewegung. Bewegung. Hier oben sehe ich doch viele, viele Dochte, also die Kerzen, die sich eintrüben.
Das sieht fast danach aus. Ganz fertig sind wir nicht. Wir haben das zweimal getestet, das 50er-Retracement, und vielleicht kommt da doch noch mal was nach, dass man hier sogar das 61,8er bei 30 Euro holen müssen. Und das wäre immer noch eine bullische Flagge. Wenn man das Muster sehen, ihr wisst, ich schaue gerne auf die Symmetrien im Markt und Symmetrien im Markt, dass man sich das auch gerne, die wiederholen sich immer wieder und da sollte man ein Auge drauf haben, so übergeordnet, ne? Also Aufwärtstrend, bullische Flagge für Formationstrader, ne? Ist das alles in Ordnung? Bullisches Bild. RJ würde hier vielleicht sogar eine ABC-Welle wieder einzeichnen wollen und die hätte eben dann durchaus hier auch noch Kraft und Lust, noch tiefer zu fallen, wenn man bedenkt, ja, Chemiebranche haben jetzt noch schwierig, viele Gewinnwarnungen, ne? Prognosen werden kassiert. Wir sind in einer Rezession, die Verlängerung geht. Kann so gut sein, dass es da noch Hiobsbotschaften gibt und uns hier eben so eine Zwischenkonsolidierung, ne? Wie eben gesagt, diese Abwärtsbewegung, Anstiegsbewegung hier, die gefällt mir momentan nicht, dass da in der Tat noch das C nachkommt, nach RJ, bevor wir dann danach wieder einen starken Aufwärtstrend aufnehmen können. Viel tiefer als die 30, 29 oder Unterkante. Es kommt natürlich darauf an, wie schnell wir hier hinfallen würden. Viel tiefer sollte es hier nicht gehen. Ansonsten trübt sich die Lage dann ernsthaft ein und wir reden vielleicht dann auch noch mal von Tiefpunkten, die wir dann sehen, die wir zur Bankenkrise, zur globalen Banken- und Finanzkrise gesehen haben. Aber bis hierhin, ne, nach RJ, ABC sieht gut aus, alles in Ordnung, aber im übergeordneten Bild, es sieht danach aus, dass wir den Boden noch nicht haben, dass nur was nachkommt. Und bleibt mal bei der Symmetrie mal. Bei der Symmetrie, ich gehe mal kurz das mal raus, mache ich zoome mal kurz etwas hinein in diese Flagge hinein, im bullischen Muster. Auch hier haben wir ja untergeordnet eine Bewegung, ne? So ein Ortlein-Dreiweller, den man untergeordnet. Hier war die Abwärtsbewegung, hier hat man eine Zwischenkonsolidierung, dann die Abwärtsbewegung, dann wieder nach oben, ne? Das war quasi die A-Welle, B wieder nach oben, dann wieder die Konsolidierung, eine starke Abwärtsbewegung, ne? Die Energiekrise. Die dann nur die bärische Gegenbewegung und der Dreiweller bringt uns dann das C hier abermaßen nach unten. Also auch dieses Muster erkennt ihr gut, ne? Abwärtsimpuls, Seitwärtskonso, nächster finaler Impuls eines Dreiwellers. Hier ganz ähnlich würde sich in der Tat andeuten, dass man dann hier das auch sehen können. Das muss man sich definitiv, also wer jetzt gleich kaufen möchte, vielleicht kann man auch noch günstiger kaufen, wer strategischer Investor ist bei in der Chemiebranche. Da ist nichts angebrannt, da muss man jetzt noch nicht wirklich aussteigen, aber man könnte, wie gesagt, auch vermutlich noch etwas günstiger hinein. Also dieses Muster hier gefällt mir doch. Und auch hier Symmetrie, schauen wir doch mal den Hochpunkt zum Tiefpunkt. Sind wir 43 Euro nach unten gefallen, jetzt verlagere ich das mal, da sind wir runtergefallen zum Hochpunkt, da sind wir auch fast, ne? Ähnliches Bild, was wir haben, ähnliche Dimensionen, das meine ich mit den Mustern, die sich im Chart immer wieder spiegeln. Dann hier die Abwärtsbewegung, auch ähnliche Dimensionen, kommt jetzt das nochmal nach, hier nach dieser Zwischenkonsolidierung und dann ist dies mit der Zeichen, mit der ABC-Welle, die ich euch gezeichnet habe, passt dann auch sehr gut hinein. Also auch das untergeordnete Bild sagt, naja, das sieht mir aus wie eine Zwischenkonsolidierung, die wir gesehen haben nach Beginn des Ukraine-Kriegs und der Energiekrise, dass diese Erholung etwas auf, ja, auf schlechtem Fundament steht. Man sieht hier die Eintrübung an den Kerzen, hat man hier auch und dann kam noch mal eine Welle nach. Aber diese Welle, wie gesagt, vollkommen in Ordnung, wenn wir hier runterlaufen. Das wäre ABC, könnte danach immer noch bullisch aufgegriffen werden. Also wichtiger Supportbereich sind die Tiefpunkte nach dem Ukraine-Krieg oder hier Corona beginnt 50er Retrace, mal knapp 37, 38. Darunter, direkt darunter auch das untere Bollinger Band. Also hier durchbrechen, das wäre schon der Hinweis. Ja, lass mal noch, da kommen die 30, die holen wir uns noch. Das wäre so eine erste Zone im übergeordneten Bild. Wie gesagt, wir befinden uns hier im Quartalschart, jede Kerze ein Quartal. Aber es ist halt wichtig, auch übergeordnet zu schauen, wo läuft denn der Kurs gerade. Und dann ist das hier eine Zone, dort durchbrechen, dieses Zwischentief. Wären wir hier, da hat man auch diesen Trigger Zwischentief genommen, dann haben wir diese Welle dann komplettiert in der ähnlichen Dimension wie hier. 38,2, da stehen wir gerade davor bei 47 Euro. Wir haben das den SMA 200 ist, nee, SMA 100 bei 48. Aber wir stehen das auch gerade hier im Quartalchart an einer Marke. Kann gut sein, dass das jetzt hier schwierig wird. Heute notieren wir, glaube ich, sogar fester nach der Gewinnwarnung.
Aber das muss noch nicht viel heißen. Also stehen wir hier am 38,2er, SMA 100, 47, 48er Bereich. Kommen wir dort rüber, könnte diese Erholung hier noch ausgedehnt werden, diese Zwischenkonsolidierung. Das schauen wir uns gleich etwas genauer an, dass wir vielleicht sogar höher laufen können. Nach 55 haben wir hier das mittlere Bollinger Band. Das wäre dann auch noch möglich innerhalb dieser Konsolidierung, ne, die man dann hier vielleicht so als Keil, das Zeichen sehen wir gleich, aber das wäre noch denkbar, wenn wir uns jetzt hier stabilisieren oberhalb der 47, 48, dass man vielleicht sogar hier 55 plus noch holen könnte. Die Bullen, die müssten am besten hier direkt wieder rüberkommen. Ne? Die 60 knacken, hier rüber, Abwärtstrend herausnehmen, dann ist alles super. Da hat man ein erstes Signal, okay, 50er Retracement ist der Tiefpunkt, das ABC holen wir nicht, obwohl es meiner Meinung nach der wahrscheinlichere Fall ist. Aber wenn wir eben hier rüber steigen, dann ist es nicht mehr der wahrscheinlichere Fall, dann kippt das um, dann können wir hier das Zwischenhoch angreifen bei der 72. Oberes Bollinger Band zugleich und darüber wäre die Tür offen zum Allzeithoch, um das große Bild hier mal kurz einzusortieren. Also wichtige Zone stehen wir aktuell 47, 48, oberhalb möglich Richtung 55 zu laufen hier im ganz großen Bild. Darüber hätte man die Chance, den Abwärtstrend hier anzuvisieren. Kommen wir darüber, erste Entwarnung für diese weitere Abwärtswelle, dann Chance auf das Zwischenhoch an der 72, dann die Chance auf einen großen Doppelboden und einen Angriff auf Allzeithoch. Also das sind so wichtige Zonenmarken, die man im Hinterkopf behalten müsste. Mein wahrscheinliches Szenario ist, aufgrund dieses Musters, dass hier noch was nachkommen wird. Und haben wir jetzt schon Probleme an der 48, dann wäre schon direktes Nachkommen möglich, dass wir eben 50er Retracement hier wiederholen. Dritte Mal testen, dritte Test wäre dann vermutlich ein Test zu viel und dass dann die Einladung ist, der Trigger ist, wenn wir dieses Zwischentief dann reißen, in der Tat hier Richtung 30, 29 zu laufen. Was dann aber hier, müsste man schauen, gibt es dann Umkehrkerzen, gibt es plötzlich an solche Kerzen, ne? Da sieht man nicht mehr lange Dochte hier oben, sondern lange Lunden. Der Hinweis, ja, diese Flagge, diese ABC-Muster, egal was ihr nun treten wollt, beides zeigt es aber an, wäre dann am 61er Retracement fällig, hier dann gegebenenfalls aufzulösen und den nächsten bullischen Impuls zu setzen. Also übergeordnet, ne, auch wenn wir jetzt hier so eine Schwächephase haben im Wert, wir sind ja von der Spitze nun runtergelaufen, 60%, das tut weh, das tut sicherlich weh für viele Investoren, aber übergeordnet, wenn wir diesen großen Trend sehen, hier seit 2000, da sind wir ja 500-600% nach oben, das ist nur die Konsolidierung, deswegen ist das große Bild wichtig, die Konsolidierung dieser Anstiegsbewegung und die Konsolidierung dieser großen Anstiegsbewegung, die wir 20 Jahre, Anstiegsbewegung 15 Jahre, knapp 5 Jahre, jetzt die Konsolidierung, die verläuft im bullischen Muster. Das ist hier das große Bild, was ich euch mal kurz zeigen wollte. Könnt ihr mal hineingehen in den Monatschart. Jetzt geht die Kerze einen Monat, alles ein bisschen feiner. Hier ist nochmal Dotcom-Bubble, hier ist die Finanzkrise, hier ist nochmal diese Anstiegsbewegung, die wir eben hatten. Kann ich die Grafiken vielleicht sogar übernehmen hier aus dem Quartalschart? Wo haben wir denn jetzt den Quartalschart hier? Wenn ich mal speichere, müsste da die noch mit reinnehmen. Genau, ne? Meine Zeichen nimmt ihr da mal direkt mit rein. Da sehen wir das alles noch mal ein bisschen feiner. Anstiegsbewegung, die bullische Flagge. Und ja, hier auch noch mal besser zu erkennen, das mögliche ABC-Muster. Ne? Das ist hier deutlich besser zu erkennen, wenn man das Bild feiner macht. B und hier fehlt mir das C. Das C fehlt mir. Und wird das C kommen? Da sehen wir wieder das untergeordnete Bild, was ich eben gezeigt habe. Erste Abwärtstendenz, Seitwärtskonsolidierung, zweite Abwärtstendenz. In ganz ähnlichen Muster, ähnlicher Ausprägung. Unten angekommen, die Gegenbewegung eingeleitet, die B-Welle. Und jetzt wieder dieses Muster, ganz ähnlich. Erster Abwärtsimpuls, zweite, sieht nach Konsolidierung aus. Das war eine flache Konsolidierung, das seht ihr ja auch. Die war relativ flach und diese könnte vielleicht zwar steiler werden, weil es sich unten schon so andeutet, dass wir so einen Anstieg haben, dass es vielleicht ein Keil wird. Vielleicht eine Keilformation, die wir dann auflösen. Ähnlicher Dimension, diese Abwärtsbewegung wiederholt sich dann hier und wir sind dann beim C angekommen. Also das deutet sich für mich, weil sieht sehr nach einer Zwischenkonsolidierung aus, dass dieses 50er Retracement um 37, 38 mächtig unter Druck geraten wird. Wir haben, wie gesagt, die 47, das 38,2, das mittlere Bollinger Band haben wir hier im Übrigen bei, ja, auch zu 48 runterlaufen. Das war in den letzten Monaten, das war im Februar und im April. Immer der Widerstand, sind wir immer abgeprallt hier, so leicht bräunlich zu sehen. Und das ist auch die Zone 47, 48, wie eben gezeigt, auch im Quartalschart.
erste Zone komme. Dort drüber ist eine größere Erholung doch nochmal möglich, die aber untergeordnet eben dann nur diese mögliche Keilformation, die ich euch eben gezeichnet habe, ich kann es ja nochmal drinnen lassen, begünstigen würde, dass man dann jetzt so einen Keil dann doch noch auflösen, der dann aber dann eben, wie gesagt, oder eine bärische Flagge, ne? Das hier ist die bullische Flagge, Anstiegsbewegung, große bullische Flagge in Ordnung. Das ist die Abwärtsbewegung untergeordnet und das wäre eine bärische Flagge. Die könnten wir auf der Oberseite nochmal tangieren. Wie gesagt, das war eine flache Konsolidierung, das könnte jetzt eine steilere werden. Wenn wir hier die 48 mittleres Bollinger Band hier im Monatschart herausnehmen, hätten wir so einen kleinen Trigger, dass wir in der Tat dann hier doch mal hochlaufen können. Ne? Dann haben wir hier die Oberkante 55, hat man glaube ich eben auch, wenn er mit aufpasst, im Quartalschart die Zone. Hier haben wir den EMA 200 und auch die mögliche Oberseite dieser Keilbewegung bei 55. Also kommen wir hier rüber, holen wir das mittlere Bollinger Band um 48, Chance gegeben, dass wir auch nochmal eine weitere Erholung sehen und die 55 aufs Korn nehmen können, aber Ober. Obacht von der untergeordneten Bewegung hier. Und ich auch die Fibonacci Retrace muss mal rüberlege von dieser Bewegung zum Hochpunkt. Wo sind wir da? 57 wäre es 61, 853 wäre es 50. Ne? Das ist alles. Das ist alles nicht zu viel. Das spricht alles dafür, dass das hier nur eine Zwischenkonsolidierung ist für diese weitere C-Welle. Aber die Chance oberhalb der 48 bzw. mittleres Bollinger, aber es kommt immer ein bisschen auf den Zeitpunkt drauf an, Chance doch nochmal hier hochzulaufen, 55 aufs Korn zu nehmen. Der Abwärtstrend um 58, aber bis hierhin, ne, alles in Ordnung. Diese Tür wird sich öffnen. Und dann, dann hätte man hier gegebenenfalls auch untergeordnet den Treiber. Ich möchte es nicht zu kompliziert machen, aber das seht ihr da dann auch, wiederholt sich ja dann auch. Ne? Hätte man gegebenenfalls auch so einen kleinen Dreiweller innerhalb einer Keilformation, der dann aufgelöst wird und hier seinen Trigger findet. Ne? Der Trigger wäre dann hier um 41 aktuell dieses Zwischen. Tief, was wir hätten. Sehr aggressive Trader, die Short Trader könnten dann ja, wenn wir hier schon die Unterkante des Keils verletzen, 38,2 Retracement und hier schon Tendenzen sehen, dass sie wieder so lange doch dann Tageskerze gehen, früher rein. Ne? Weniger aggressive, sie würden sicherlich das Zwischentief hier abwarten, dass man dort durchbricht. Aber diese Bewegung hier drin ist meiner Meinung nach, also untergeordnet, ist das eine bärische Konsolidierung und bleiben wir hier 55, 58 klar unterhalb, ist das, muss man damit rechnen, dass hier nochmal eine Welle hinterherkommt, die aber wie gesagt übergeordnet, ne, absolut noch bullisch wäre. Also erste wichtige, relevante Zone, stehen wir kurz davor, um 48 wird es interessant, da könnten wir noch was draufpacken, da könnten die Bullen nochmal hoffen, ein paar Punkte holen wir noch, aber dann sollte man die Stops gegebenenfalls etwas nachziehen, denn diese Bewegung hier drin gefällt mir nicht, diese Bewegung sieht mir sehr, sehr ähnlich aus wie hier, dass diese dann dementsprechend aufgelöst wird und unsere übergeordnete ABC-Formation in der bullischen Konsolidierung dann komplettiert. Das sind nochmal die untergeordneten Marken. Also wie gesagt, das Zwischentief hier fast 42 könnte man sich merken. Und wenn man hier rauskommt, kann eben diese Keilformation noch durchlaufen werden. Bruchzwischentief wäre erste Warnung, die man hätte. Haben wir noch was? Wir hätten sicherlich nochmal den Wochenchart. Können wir uns auch noch ganz kurz anschauen. Sehen wir nochmal etwas feiner das Bild. Also gehen wir noch mal ins Detail hinein. Hier ist nochmal die Abwärtsbewegung zu sehen seit dem Allzeithoch, diese Seitwärtskonsolidierung, dann die zweite Bewegung von der Dimension, ganz ähnliche Ausprägung. Also hier ist nochmal das große ABC, ne, ist hier zu erkennen, was ich euch hier gezeichnet habe. Jetzt zoomen wir quasi nur hier hinein mit dem Wochenchart. Jetzt bin ich allzu weit gegangen, im Wochenchart sind wir nur hier drin. Abwärtsbewegung, Seitwärtskonsol, Abwärtsbewegung, dann hier die Abwärtsbewegung. Höhere Konsolidierung, auch hier nochmal kurz eingezeichnet, ne? Wiederholt sich jetzt letztendlich mein Gesagtes, dass das vielleicht höher ausfallen, nicht Seitwärtskonsolidierung ist, sondern eine höhere, dass man hier noch was draufpacken könnte. Wir haben den SMA 200, die 200-Tage-Linie kommt ja auch runtergelaufen, bei 56 aktuell fallen, Richtung 55 wird er dann gut passend auch sein, hier im Wochenchart, mit der Oberkante dieser möglichen Keilformation. Denn auch hier, ne, gut möglich, dass das hier auch so eine Dreiweller wird, den man hier basteln. Das sollte man einplanen.
wer eher kurzfristiger unterwegs ist, dass die Bullen noch was holen können, aber dann eben gut die Gefahr, dass man hierzu wieder abprallen kann. Hier war der SMA 200, war zuletzt ja auch immer Zielzone, da ging es nicht weiter. Wir können ja auch hier nochmals Retracement drüberlegen im Wochenchart, wie weit diese Bewegung gelaufen ist. Die Bewegung ist gelaufen bis zum 50er Retracement, 61,8er Retracement, ihr seht das hier genau, ist genau hier auf 56, genau, wer, ich habe es jetzt nicht sauber eingezeichnet, aber Pi mal Daumen, wir wissen ja eh nicht genau, wann wir, welchen Zeitpunkt genau dort hochlaufen würden, es ist ja dann eine steigende Trendlinie, aber hier, das deutet sich eher, dass hier ein Kombi-Widerstand entsteht mit dem SMA 200, mit dem 61,8er Retracement, mit der Keiloberkante, der möglichen Keiloberkante für eine möglichen untergeordneten ABC Konsolidierung hier um 55, 56, das wäre durchaus im Blick. Also hier rüber kommen noch 48, 48, 50 der Bereich, haben wir jetzt mehrfach angesprochen, in den höheren Zeitebenen die Chance gegeben, dann über die 52 weiter anzulaufen, 52 Euro in diese Zone, 55, 56, dann könnte man hier, müsste man ganz genau schauen, ne? Keiloberkante, SMA 261, 8, Dresden, ob man hier zu Schwäche tendieren. Kommen wir hier rüber, konsolidieren wir nur das Schwache und laufen dann rüber, also hier gar keine große Schwäche aufkommen, sondern ja, seitwärts laufen, ne, dann wäre es die Chance gegeben, hier durchzubrechen. Ne. Dann würden wir von der Aufhellung reden, ne, wenn wir hier dann durchkommen. Aber primär das wahrscheinlichere Szenario meiner Meinung nach ABC bis zum 61,8er und dieser Bewegung. Und da kommt nochmal was Richtiges nach. Die aggressiven Trader suchen dann bei 48 sicherlich schon den Einstück. Die weniger aggressiven suchen dann bei 42 das Zwischentief, wo man dann diese nächste Abwärtsbewegung analog dieser Bewegung dann mitnehmen würde. Also auch im Wochenchart, nochmal ein bisschen herangezoomt, bietet sich muss man übergeordnet mit weiteren Tiefpunkten rechnen, aber die Chance in die geben im kleineren Bild, falls man doch hier 48 und stabilisieren, dass man hier noch eine Rallye sehen können, die durchaus 15% dann umfassen kann. Aber dafür müssen wir eben hier rüberkommen. Diese Marken habe ich euch über mehrere Zeitebenen genannt und gezeigt, dass die eben auch über mehrere Zeitebenen präsent sind und sich bestätigen und nicht nur über die Zeit eben, sondern auch, dass da mehrere wichtige Cluster, wichtige Widerstände zusammenkommen, ob ein SMA 200, ob das Retracement oder der mögliche Keil, die mögliche Keiloberkante. Ich hoffe, es ist nicht ganz zu kompliziert für euch. Ihr könnt meinen Ausführungen folgen. In den Tagesschart möchte ich jetzt vielleicht nicht unbedingt reinkommen. Das ist das untergeordnete Bild. Das können wir gerne auf tradingportal.net dann besprechen. Haben wir einen Abwärtstrend möglicher auch hier mögliche Flagge, die man hier erkennt, oder ein Keil. Ne? Das ist ja für diese ABC-Formation, die ich euch hier gezeichnet habe, A, B, C, spricht das dafür, ne? Aufwärtstrend, hier ist die Flagge dazwischen und dann haut man nochmal diese Bewegung hier raus. Ne? Das ABC, was ich im Wochenchart gezeigt habe, hätte man dann hier eben auch und dann laufen wir in diese Zone hinein, die ich euch eben gezeigt habe, eigentlich zu hoch gezeichnet sogar. Das ist so hoch gezeichnet, weil eigentlich ist ja müsste ja diese Bewegung hier nochmal rüberkommen. Ich bin mit der Short-Software noch nicht richtig eingearbeitet. Die ist neu. Auch diese Bewegung hier ungefähr, ne? Die müsste dann so nochmal kommen. Und dann wäre das eben die Auflösung. Die Zwischenkonsolidierung hier im Tagesschart, wie gesagt, die 48, ne? SMA 200 verläuft auch hier um die 48. Das ist der Bereich, hier hat man diese mögliche Zwischenkonsolidierung auflösen. Ich könnte hier auch wieder die Fibonacci-Retracement drüberlegen, aber ich sehe schon ziemlich genau, dass wir zwischen 50er und 61,8er stehen. Also die Chance gegeben, ne? Kommen wir in der Tat 48 bis im Hinterkopf behalten, kommen wir dort drüber, ist die Chance gegeben, dass wir hier noch was draufpacken können, zwar ordentlich was draufpacken können bei BASF, aber im Übergeordneten ist das dann nur diese Konsolidierung, ABC-Konsolidierung, die dann auf der Unterseite wieder aufgelöst werden kann. Ich hoffe, ihr konntet meinen Ausführungen etwas folgen, so rum, das ist nicht so viel, weil ich versuche immer vom großen Bild ins Kleine hineinzugehen und euch diese einzelnen Chartstrukturen zu zeigen. Also übergeordnet gehen wir hier nochmal gerne zurück, zusammenfassend im Quartal schon haben wir einen Aufwärtstrend starken gesehen seit 2000, diesen konsolidieren wir. Die Konsolidierung hat die Gefahr jedoch, dass sie nochmal fortgesetzt wird in den 30er,
30-Euro-Bereich hinein, wäre immer noch bullisch, könnte bullisch aufgelöst werden. Die Flagge nach einer sauberen ABC-Formation untergeordnet, haben wir hier einzelne Konsolidierungen drinnen. Die ganzen im Muster, erste Welle, Zwischenkonsolidierung, zweite Welle. Dann wieder erste Welle, Zwischenkonsolidierung, zweite Welle, dass man diese dann ausbilden könnten, können wir hier nochmal im Monatschart sehen, herangezoomt, sehen wir diese Wellen nochmal, eine übergeordnete Aufwärtstrend, Flagge in Ordnung, mit den einzelnen Impulsen hier drin, Zwischenkonsolidierung hier ebenso, und das deutet sich an, dass es eben die höhere Zwischenkonsolidierung ist, in der wir jetzt hineinlaufen, die sich hinziehen kann und auch nochmal Kursgewinne mit sich bringen können. Gerade Zone 48 hier wichtig, Chance gegeben, dass man sogar in die 55er Bereich hineinlaufen kann, aber wäre eben nur eine untergeordnete Formation, bärische Formation, die dann wieder die Tiefpunkte mit sich bringen kann, ganz in diesem Muster. Das habe ich euch versucht, dann in den kleineren Chartbildern auch noch etwas zu zeigen. Hier im Wochenchart, ja, diese Abwärtstendenz, diese mögliche Keilformation, die man triggern könnte oberhalb der 48, dass man dann hier hochlaufen zur Kombizone 56, 55. Aber Vorsicht, wenn wir dann hier durchbrechen, Zurücklauf unter die 48, erstes Warnsignal, unterhalb der 41, na, fast 42 Euro, hätte man dann vermutlich den Trigger, der uns die Tür öffnen kann für nochmal einen bitteren Abverkauf, der wirklich bitter rüberkommt für BASF, für alle, die langfristig investiert sind. Da gehe ich zurück nochmal ins große Bild. Aber bedenkt bitte für langfristig Investierte. Ja, wir hatten hier 500, 600% nach oben. Dann diese Konsolidierung, die wehtut, 60% nach unten und Pi mal Daumen, ganz genau gucke ich jetzt nicht. Und da kann er was draufgesetzt haben, das tut weh, aber es ist eben nur eine Konsolidierung dieser starken Anstiegsbewegung, die wir haben. Und dieses Muster ist bisher bullisch. Solange wir hier dann nicht durchbrechen, an der 30 keine Gegenwehr zeigen, ist noch Zeit, bis wir da hinkommen, ne? Das wäre übergeordnet, dann ist, brennt für die übergeordneten Bullen hier nichts an. Also die Chemiebranche steht vor schwierigen Zeiten. BASF mit einer Gewinnwarnung die Chance gegeben, dass man noch was draufpacken können, wenn der Widerstand herausgenommen wird. Um 48 Euro ein Kombi-Widerstand kann man noch eine Rallye sehen auf der Oberseite, vielleicht ja auch Richtung dann letzten beiden Quartal des Jahres, saisonal auch besser, packt man das noch drauf, aber Vorsicht, ne, der Bereich 55, 56, das ist ein Muster. Da, wo kann noch was draufkommen, das kann nur eine Abschlusskonsolidierung sein von dieser Bewegung und es droht nochmal ein Abverkauf. Seiten, wir kommen hier in der Tat rüber, können uns stabilisieren. 56, 58, kommt auf die Zeit dann drauf an, dann ist die Bewegung beendet und wir könnten sofort einen großen Doppelboden basteln und zum Allzeithoch laufen. Da wäre es 50er Retracement eben die Umkehrbewegung gewesen. Aber wahrscheinliches Szenario ist meiner Meinung nach die ABC-Bewegung. Das heißt, übergeordnet kommt nochmal was nach. Übergeordnet ist es aber eine bullische Bewegung. Untergeordnet, ne, vom Quartalschart bis in den Wochenschart, Tagesschart hineingegangen, untergeordnet, stehen wir in eine Widerstandszone, durchbrechen wir diese, ist ja auch noch eine Rallye möglich. Gerne eure Meinung in den Kommentarbereich, gerne auch eure Meinung in den Kommentarbereich, wenn das Video so wirr war, wenn das mit meinen Sprüngen durch, eigentlich meinen Weg vom großen Bild ins kleine Bild nicht einverstanden seid, dass ich da was anders machen soll, aber sehr viele zeigen eben immer nur, gucken rein in den 4-Stunden-Chart oder Tagesschart fast nur und den Rest wird ausgeblendet. Aber dann seht ihr eben nur so einen Mini-Ausschnitt vom Chartbild und ich möchte euch auch gerne das große Bild zeigen, dass wir eben einen starken Aufwärtstrend haben, dieser Impuls nur korrigiert wird und dass wir wissen, wo man kann übergeordnet auch stehen und was da noch passieren könnte und ob das grundsätzlich, wo es die grundsätzliche Trendrichtung liegt und grundsätzlich ist die Trendrichtung hier nach oben gerichtet, auch wenn ich einen starken Abverkauf hatten. Also gerne euer Feedback zu BASF in den Kommentarbereich oder auch zu meinen Ausführungen. Das würde mich freuen. Ich wünsche euch einen guten Handelstag und gerne sehen wir uns auf tradingportal.net in meiner Trader-Community im Live-Chat. Das soll es gewesen sein. Bis bald und ciao.